Ein schwer, ein leicht verletzter und Sachschaden von rund 60.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochvormittag kurz vor 12 Uhr auf der Bundesautobahn 6, rund 500 Meter nach der Tank- und Rastanlage Sinsheim-Nord. Ein 34-jähriger Fahrer eines LKW mit Anhänger fuhr in Richtung Mannheim und übersah das Stauende. Er reagierte geistesgegenwärtig und wich noch rechts auf den Standstreifen aus, blieb aber trotzdem mit der linken Seite seiner Fahrerkabine an einem verkehrsbedingt stehenden Sattelauflieger eines 46-Jährigen hängen. Der 34-Jährige wurde durch die Sinsheimer Feuerwehr gerettet, anschließend notärztlich versorgt und mit einem Krankenwagen in eine Klinik eingeliefert. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der Mit-40er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Behandlung ebenfalls in eine Klinik gebracht. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Wegen einem im Stau liegen gebliebenen LKW musste die Autobahn auch kurzfristig komplett gesperrt werden.